Servus Leiden, was geht? Wir sind wieder Sixes, finally back aus unserer, glaube ich, eineinhalb, zweimonatigen Pause. Sendepause. Ja, was ist passiert? Fabio hat sich seinen Ellenbogen zerstört, ich habe mir die Schulter zerstört aber jetzt sind wir wieder back. Genau, jetzt sind wir finally wieder back am Shredden und am Videos machen. Also jetzt kommen natürlich wieder sensationell viele Videos. Genau, und in der Zeit, wo wir verletzt waren, haben wir natürlich viel Zeit gehabt, auch zu zocken. Ehrlich gesagt haben wir gar nicht so viel Zeit gehabt zum Zocken, aber es ist schon sehr spannend. Der ein oder andere kennt das Game wahrscheinlich eh schon. Das ist das von Red Bull, das Bike Unchained 2 Game. Ziemlich witzig. Und da haben wir eigentlich relativ viel gezockt. Genau, und das Coole ist, wir haben sogar unsere eigenen Charakter gekriegt. Also Fabio mit Red Bull Helm, mit dem One Million Hoodie. Genau. Also genau dasselbe Hoodie ist im Game und am Six Series Hoodie. Genau, mega lässig. Und wir haben uns gesagt, wir könnten das Ganze cool verknüpfen in Challenges mit dem Spiel gemeinsam. Und es gibt ein Best of 5. Da machen wir 5 Challenges und der, was mehr Challenges für sich entscheiden kann, der gewinnt. Wir stehen schon vom ersten Spot vor der ersten Challenge. Und wir machen ein 1 gegen 1 Rennen. Stairs Downhill Rennen, wenn man es ja jetzt mal so nennen will. Wer schneller ist und das gibt der erste Punkt. Genau, let's go. Oben startet, über die Stiegen runter. Stiegen Set, Kurve, Rechtskurve, Linkskurve. Gleich nach der Linkskurve da unten, man sieht es nicht gut, ist ein Müllkübel und dort ist das Ziel. Schnickschnack, also, Schnuck, dreimal, oder? Der Verlierer fängt an. Schnuck. 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 Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Das gibt's nicht. Yes! Da schlockt er wieder zurück. Da haben wir da die GoPro auf und dann musst du oben aufgehen und dann schauen wir, was er für Zeit vorlegt. Bin mal gespannt, vor allem die Stufen sind echt tricky. Jetzt muss ich den Elias noch ganz schnell was vorbeibringen, weil es ja zu langsam ist. Ich habe den Elias noch ein kleines Geschenk gekauft vorher. Also eine Weihnachtspostkarte, falls du so langsam bist, dass du vor Weihnachten nicht mehr ankommst. Weißt du, was ich vor Weihnachten nicht mehr sehe? Ja. Schickst du mir einfach die bitte. Okay, ich schick dir eine Postkarte. Oh! Oh, da verbremst er sich! Und... Ah, shit! An der Kurve ist jetzt total verkackt, aber mich wundert es, dass du angekommen bist. Also die Postkarte ist hinfällig. Das war ein Rhythmusfehler, ha? Hey. Alter, das hat rough ausgeschaut über die Stiegen, ohne Witz. Grandios, aber jetzt würde ich gerne meine Postkarte wieder haben. Ja, vielleicht brauchst du ja du. Ich verschicke keine Postkarten. Ich verschicke nur Brieftauben. Also, wir stoppen jetzt mal in der Lia seit Zeit. Stopp. Stop. 22:86. Oh! Fabio, Wittmer, Flippmer. Entschuldigung. Geleck. Kurve so schlecht getroffen, da bin ich nicht mehr aufs Pedal raufgekommen. Ich bin nervös, ja. 22:90. Nein, nie, Alter. Nein, wir haben nicht. Das gibt's nicht. Ja, in dem Fall, ich meine, es ist ein 400. Ja. Aber ich mache daheim noch eine genaue Analyse von der Zeit. Weil mit dem Handy da dazu stoppen ist natürlich schwer, gell? 1:0. Ja, 400. Okay, jetzt. Die nächste Challenge ist am Downhill-Rennen am Handy. Handy. Downhill-Rennen genau. Auf dem Handy, jetzt wird es spannend. Also, let's go. Das gibt's schon, Alter. Jetzt kommen wir zur zweiten Challenge und zwar diesmal schauen wir, wer beim Handyspielen schneller ist. Mit dem wer Adel. Besser zocken kann. Wer besser zocken kann. Red Bull Unchained 2 und schaut euch mal, wie geil es ist. Also wir haben da eine Specialized Demo, eine Demo 8 voll am Start und dann unseren, jetzt kann man nicht so, den One Million Hoodie von mir. Mit hinten sogar Whitmer drauf und One Million Limited Edition, also richtig geil, Red Bull Helm. Weiße Schuhe so wie jetzt. Weiße Schuhe so wie jetzt, komplett am Start. Das Coole ist am Spiel, das was wir jetzt gleich machen werden, und zwar wäre ja Event erstellen und man kann das Event dann quasi mit Freunden teilen. Also in dem Fall teile ich es einfach mit Elias zum Beispiel über WhatsApp oder über Nachricht oder so. Er kann dann einfach dem Event beitreten und dann kann man sich gegenseitig battlen. Genau, das sieht man den Geist. Irgendwas, was wir noch nicht gehabt haben. Südamerika haben wir noch nie gehabt. Okay, nehmen wir das. Okay.
Jetzt kann ich das eigentlich relativ easy teilen. Da senden. So, jetzt kommt es bei mir, schau. Okay. So, also. Alter, die, Fabio, bist du ready? Das haben wir alle noch nie gefahren, ist da. Ja, bist du ready? Ja, Start und go. Alter, wie geil ist das? Das ist ja eine Stadt. Alter. Ja, bist du... Was? Alter, wow. Ist ja Urban Downhill. Wo ist das in Mexiko? Aha, Alter. Boah. Das ist jetzt nicht gut erwischt. Ei. Ja. Ah, shit, Alter. Boah, das ist ja voll schwierig. Alter, das ist ja mal sicher die schwierigste Welt, ne? Ja, tritt! Boah, den hat jetzt schlecht getroffen, Das war jetzt nicht mein bestes Rennen. Aber machst du mal erst besser. Das war ja Urban Freeride ohne Ende. Jetzt machst du mal besser. So, und let's go. Scheiße, wie nicht. Schau, da ist er vor! Ja, bist du deppert, da davon! Ja, schau, ja. Oh, nein. Jawohl, und aufgeholt. Ja, bist du, das war ein Schaukorn. Ja, nein, nie im Leben. Ja, der macht Meter ohne Ende. 1,2 Sekunden mittlerweile. Na! No! Ja, halt, Alter, wie schwer ja, ist die Welt? Alter, die ist richtig schwer. Aber das habe ich schon gewusst, dass ich da senden gehe ohne. Ja, bist du deppert! 2 Sekunden. Da hat er zerstört. Scheiße. Geil, okay, ich würde sagen 1:1 an Challenges. Deideln. Nächste Challenge. Long Jump Challenge im Skatepark. Und werden versuchen, über die Box daraus so Long Jump Challenge zu machen. Also wer von uns beiden weiter springt, gewinnt die Challenge. Genau, ich bin wieder als erstes dran. Du bist dran. Here we go. Genau, auf geht's. Starfotograf Hannes Berger mit am Start. Hallo, hallo. Und Bubble. Wow, alter Schwede. Seht ihr das? Laut Videoanalyse ist er circa da gelandet. Genau, es geht noch mehr, Fabio. Ian, Nikolaus mit. Nikolaus Schokolade und den werde ich jetzt essen und darum werde ich weiterspringen wie du. Wir stehen vom Einkaufsladen und warten ewig lang auf Fabio und was du da kaufen musst, scheiße. So, Dal, das sollst du noch mitmachen, weil danach bist du weg, und, ja? Sogar im Spiel kann man so Weihnachtscharakter auswählen, so wie, keine Ahnung, so Weihnachtshüte oder so. Deswegen ist mir das eingefallen mit dem Nikolaus. Schick der Postkarte, falls ich so weit fliegen wird, dass sie die nie mehr sehen. Komm, sei leise. Boah, flach, oi. Boah! Alter! Hast du, also, Ian genau geschaut, wir müssen gar nicht überlegen. Es steht, was steht's denn? 2-1. 2-1, jetzt kommt die Freestyle-Challenge. Slopestyle, sorry. Slopestyle-Challenge. Neues Event erstellen und zwar, jetzt gehen wir auf Slopestyle. Ab 12. Dezember, da kommt ein neues Update nämlich raus vom Spiel, da sind ein paar neue Features drin. Unter anderem gibt es auch neue arktische Locations und Tracks. Also mit Schnee und so. Genau, also voll geile Sachen. Und jetzt, okay, was nehmen wir von Slopestyle? Machen wir wieder Südamerika oder willst du was anderes das mal? Oder USA, so Rampage-Style? Machen wir Rampage-Style. Rampage-Style. Wenn du jetzt gewinnst, ist das Spiel vorbei. Dann ist vorbei. Also, ready. Okay, es geht los. Yes, One-Hander, here we go. Never ever. Ah, den hat er verpatzt. Da hat er den Speed nicht gehabt für das. Aber das geht sich aus. Jawohl. Yeah! Backflip! Ja, jetzt bin ich gespannt. Alter! Ist geil. Ja, Mann! Zu Bogen her. Und jetzt alle. Ex-up. Alter, starker Run, ohne Witz. Das war kein ins Ziel. Das war kein schlechter ja, Run. Ja, ja. Das war kein schlechter Run. Einen Fehler habe ich mir erlaubt, das war echt sauknapp. Okay, man muss schon sagen, da haben wir schon sehr, sehr viele Punkte Abzug gekriegt, weil ich eben zu langsam war und nicht genug Airtime gehabt für die Tricks. Aber es jetzt bin ich dran. Jetzt bist du an der Reihe. Go. Und erster Trick. Ideal. Jawohl. Und. Ja, genau, na, da na, machst na, du na, viel vorgenommen, Manager. Das sehe ich schon. Und treten und wieder Gas geben und... Boah, der war stark, du. Der war richtig stark. Ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Boah,
3 Sterne Boost. Ja, das schaut nicht gut aus für mich. Gib Gas und eine ins Ziel und. Exakt, und jetzt bin ich mal gespannt. Okay, was haben wir für das Score? Nein, nie! 33er Score, meine war 31. Ja! Ja. Jetzt! Tor! Oh, jetzt kommt es aufs alles entscheidende letzte Spiel drauf. Aber ich glaube, weißt du, was das Problem bei mir einfach war? Es ist halt so kalt, dass meine Finger immer nicht gearbeitet haben. Immer die Scheiß ausreden. Letztes Spiel, und zwar jetzt geht es zu einem Hindernisparcours freihändig. Mit dem Hindernisparcours freihändig zu fahren und dabei noch zu spielen. Also No-Hand-Riding-Challenge, während man am Handy ein Game spielt. Also macht es besser nicht nach. Wir sind professionelle Handy-slash-Biker-Spieler. Genau. Ja. Dann 8er rund um die 2 Boxen, um das seht ihr nachher auch. Und nachher zum Schluss da drüber fahren und das Ganze freihändig und dabei zocken. Und wer einen Fehler macht, kriegt zwei, wer einen Fehler beim Fahren macht, also mit einem Lenker greifen oder so, kriegt 2 Strafsekunden beim Spiel dazu. Spielzeit zählt. Der Gewinner ist der Gewinner of Bike Overall. Genau, und da ist das Ziel, vor allem da ist es richtig schwierig, weil da haben wir nur die Wellen. Und dann muss man muss rauffahren. I'm ready. Last challenge. Das wird jetzt echt tricky. Ready? Und los. So, auf geht's. Jawohl. Ui, ui, ui. Oh. Jetzt nochmal nochmal Hand nach und der Hand. Oh. Es schaut nicht so einfach aus. Alter. Wow. So, und jetzt geht's über die Hügel, über die Wellen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ui. Oh, oh, piep. Ein Fehler. So, wow. Okay. Bist du im Ziel? Ja, ja, 25 Sekunden plus 2 Strafsekunden. 27 Sekunden, 1,05. Also, es gibt es noch. Bin ich gespannt. Nicht schlecht. Alter, das ist richtig schwierig. Vor allem, weißt du, bist so am Struggeln und dann vergisst du zu drucken, weil du dich so auf Radfahren konzentrierst. Krass. Ohne Witz, jetzt bin ich echt gespannt. Okay. Ah, oh, das ist aber struggle. Wow, das könnte eine knappe Angelegenheit werden. Oh, oh, oh. Was hast du für Zeit? Eine Sekunde und jetzt ganz am Anfang. Da drüben hätte ich es verschissen. Echt selten so was Schwieriges macht, so mit so gleichzeitig spielen und Radfahren. Genau. Ist vielleicht jetzt nicht gerade so das beste Vorbild. Aber ja, also macht es nicht nach, weil das ist echt schwierig. Genau, aber wir haben uns gedacht, das könnte recht witzig sein, weißt, und herausfordernd. Euer Handy fliegt euch nicht mehr runter wegen dem Popsocket. Also von dem her könnt ihr es schon ausprobieren. Ja, die Popsockets sind echt geil und so. Gibt's im Shop. sig-series.com. Ich glaube, das war wieder mal ein witziges Ding. Ich glaube, so kann es wieder starten und weitergehen. Checkt auf jeden Fall mal das Spiel aus. Es macht echt mega viel Spaß. Also vor allem das Urban Freeride, was wir da gehabt haben. Das war echt ziemlich herausfordernd und geil. Kann man mit den Freunden ja gut zocken. Und checkt es aus in dem Sinn. Ja, glaube ich, haben wir's. Bis zum nächsten Mal. Hat uns wieder gefreut. Und ja, jetzt wird es wieder regelmäßig Videos geben. Und so schauen wir aus. Ciao, servus, Leilen.